Okay. So, hallo, hier sind wir wieder, Viertel nach acht, Mittwochabend. Wir haben soeben das Richtfest gefeiert in der Pause. Drei Sessions liegen hinter uns, drei liegen vor uns und sie werden nicht minder spannend. Ich möchte jetzt hier irgendwie das Kamingespräch ankündigen. Das ist das Format Kamingespräch. Wir haben bislang eine Gruppenarbeit gestern und einen Vortrag gesehen, haben eben ein Interview mal exemplarisch durchgespielt und jetzt versuchen wir uns mal mit einem Kamingespräch. Den Kamin selber haben wir noch nicht angeworfen, das werden wir bis zum nächsten Mal vielleicht schaffen. Bertram wird heute jetzt in dieser Session der Social Media Moderator sein. Er wird darauf achten, was ihr auf Twitter, Google Plus oder auf unserer Facebook-Page hinterlasst. Ihr könnt euch gerne hier einbringen und Wolfgang wird euch dann so diese Fragen dann auch einflechten. Ja, das war es von meiner Seite. Wolfgang ist hier der Moderator, der Primus Inter Pares. Also bitte. Ja, danke Anja für die Einführung und für die Vorstellung. Ich möchte kurz gleich mal meine Diskutanten vorstellen zu dieser ersten Kaminrunde hier auf Ununi. Und zwar von oben nach unten. Ich hoffe, bei jedem sehen die Videos gleich aus. Leider werden sie nicht gruppiert offensichtlich. Und zwar von oben Claudia Heydolf, die von Cross Medial Info, selbst Crowdfunderin, in der ersten Stunde eigentlich, wenn es um die Verwendung von Crowdfunding-Plattformen in Deutschland geht, Journalistin und dementsprechend versiert auch in sozialen Medien, würde ich sagen, hat mit ihrem Projekt über eine Langzeitdoku über Sylt eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang dieses Jahres gestartet und wird dann sicher da einiges auch dazu erzählen. Daniel Böhme, darunter Filmemacher, hat bereits das zweite oder eigentlich das dritte Projekt schon online auf Start Next. Das letzte, Timo und sein Trupp, ein längeres Projekt mit einer etwas höheren Summe. Auch dazu wird sicher spannende, werden wir sicher drauf kommen und sicher spannende Einblicke geben. Carsten Wenzler von Icosom, der gemeinsam mit seinem Kollegen Jörg Esfeld-Reschgert eine Crowdfunding-Studie gemacht hat. Das heißt, zu den ersten Monaten Crowdfunding in Deutschland, auch Österreich, zu den Plattformen, was da so passiert ist. Und darunter noch ein Vertreter der Crowdfunding-Plattformen, nämlich Stefan Popp von der Vision Bakery. Und alle vier mittendrin im Thema von allen Seiten. Und ich würde die Runde gerne eröffnen mit der Frage an Carsten. Ein Jahr Crowdfunding, wenn man das so sagen kann, jetzt in Deutschland und in Österreich, oder Crowdfunding-Plattformen. Crowdfunding gab es ja vorher auch schon, aber ein Jahr Crowdfunding über Plattformen, was bedeutet das in Zahlen? Ja, also wir haben jetzt in dem letzten Jahr immer wieder die ganzen Projekte analysiert und geguckt, wie sich das entwickelt. Und man sieht ja nicht, dass jedes Quartal sich alles verdoppelt. Es verdoppeln sich die Anzahl der Leute, die Crowdfunding-Projekte machen auf den Plattformen. Es verdoppelt sich jedes Vierteljahr die Anzahl der Unterstützer es verdoppelt sich jedes Jahr insgesamt die Finanzierungssumme, die reingekommen ist. Also im April waren wir bei knapp über einer Viertelmillion. Im August waren wir schon bei einer halben Million. Jetzt sind wir bei weit über 800.000 Euro. Wir gucken mal, wobei das auch nur die Plattformen sind. Also wir haben da noch nicht mal die Projekte, die unabhängig von Plattformen finanziert werden, mit reinbezogen. Aber was auf den Plattformen passiert, das wächst sehr, sehr schnell an. Dann sieht man auch eine Ausdifferenzierung von Plattformen unterschiedlichster Art, eine Spezialisierung. Und es ist halt schon sehr, sehr, sehr schnell gewachsen, irgendwie der ganze Markt. Mhm. Stefan hat noch Probleme, weil er die Stimme doppelt hört, habe ich gerade mitbekommen. Das werden wir gleich lösen. An Stefan würde ich das gleich weiterreichen. Inwiefern lässt sich das auch von eurer Seite bestätigen, was Carsten gemeint hat? Also das stetige Anstieg auch von Quartal zu Quartal. Ist das auch auf der Vision Bakery so zu erkennen oder ist dieser Trend generell auch da bei euch? Ja, ich verstehe leider nicht so richtig was, weil sich die Stimme jetzt schon dreifach bei mir momentan. Ich versuche trotzdem einfach mal erstmal Hallo in die Runde.
Wir bekommen das mit, dass Crowdfunding natürlich immer bekannter wird und dass Crowdfunding auch immer mehr ein Thema wird in Deutschland. Der Wachstum ist natürlich different zu zum Beispiel anderen Ländern wie in den USA, aber grundsätzlich entwickelt sich es positiv, nur deutlich langsamer. Also das ist unsere Erfahrung. Mhm. Aus der Sicht jetzt irgendwie von der Vision Bakery, das bedeutet was genau? Das heißt, die Anzahl der Projekte steigt eigentlich nicht so wie gewünscht oder beziehungsweise auch die Sponsorings, die reinkommen, was genau bedeutet das oder inwiefern wollt ihr dagegen steuern? Ich glaube eher, der Punkt ist, dass die Projektsummen nicht unbedingt deutlich steigen. Also wir bekommen das bei uns auf der Plattform auch mit, also dass halt die Beträge schon gleich bleiben und die Projektbeträge nicht unbedingt ansteigen. Also wir haben natürlich Einreichungen, die schon deutlich höher sind. Das größte Projekt waren um die 300.000 Euro. Nur leider haben die auch in Deutschland nicht wirklich eine Chance, also bisher. Also wir haben jedenfalls nicht das Gefühl, dass auf unserer Plattform Beträge über 10.000 Euro wirklich realistisch sind. Also wir gehen auch in der Kommunikation mit den Projektinitiatoren dann so ran und teilen das auch mit, dass wir solche Beträge dann eher kritisch sehen. Wir gucken natürlich dann auch zusammen mit den Projektinitiatoren auf das Netzwerk, wenn sich das natürlich dann auch also darstellt, dass es groß ist, dann ist das natürlich eine andere Sache, aber momentan ist halt die Erfahrung, dass der Sache ein bisschen eine Grenze gesetzt wird, gerade was die Projektsumme betrifft. Mhm. Also ein gutes Stichwort, das mit der Summe oder mit den hohen Zielsummen, weil Daniel Böhme ja gerade das Gegenteil versucht oder jetzt gestartet ist mit seinem Crowdfunding-Projekt. Mit einer Zielsumme von Daniel? Also ich starte gerade ein Projekt mit einer Zielsumme von 200.000 Euro. Was natürlich eine happige Summe ist in Deutschland und für deutsche Verhältnisse im Moment noch. Inwiefern glaubst du, dass das erreichbar ist, nach dem, was wir jetzt so im letzten Jahr irgendwie gesehen haben? Also außer jetzt Bar 25 sind ja kaum Projekte im Filmbereich oder jetzt in diesem Medienbereich über 10 oder Bar 25 hat ja knapp 27.000 Euro drüber gekommen, jetzt unabhängig von, also außer vielleicht Hotel Desire, aber darüber reden wir wahrscheinlich später auch nochmal, aber jetzt direkt über so eine Plattform, inwiefern ist das realistisch für dich oder was planst du dann da zu tun, damit das erreicht werden kann? Also ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Also das hat noch niemand probiert und Crowdfunding ist total neu noch und es wird sich zeigen, ob das realistisch ist. Auf jeden Fall rechne ich auch damit, dass Sponsoren mit einsteigen und größere Summen beisteuern, beziehungsweise ist das Projekt auch geeignet, denke ich, eine größere Menge von Leuten zu begeistern, weil es sich nicht nur um ein Filmprojekt handelt, sondern auch gleichzeitig ein soziales Projekt ist, wo ich denke, dass da die Bereitschaft größer ist, das zu unterstützen. Okay, also die Links werden wir natürlich später gleich mal auch posten. Eine Frage gleich auch noch an Claudia. Du hast ja ein langfristiges Projekt am Start, eine Langzeitdokumentation über Sylt, die auch schon zum Teil gedreht ist und immer wieder weiterentwickelt wird, hast das Ganze eben auf MySherpas gestellt, als die Plattform noch ganz neu war. Und das aber nicht so, hat aber nicht so funktioniert. Inwiefern ist da, was ist dann deine Erfahrung? Wie hast du dann weitergedacht? Du hast ja das dann beobachtet und hast dich dann dazu entschieden, das über Plattformen zu regeln. Also über deine, nicht über Plattformen zu regeln, sondern über deine eigene Website. Hallo in die Runde und hallo an alle, die zuschauen. Ich kann die Erfahrung, die ich im Laufe von einem Jahr gesammelt habe mit diesem wunderbaren Thema Crowdfunding, nur so weitergeben, dass ich, wenn ich eine Summe von 200.000 Euro höre für Crowdfunding, noch skeptischer werde als das, was ich in diesem Jahr erfahren habe, denn ich bin mit einer Projektsumme von 25.000 Euro auf die Plattform MySherpas gegangen. In 90 Tagen sind da knapp 4.000 Euro zusammengekommen, dementsprechend war das Projekt nicht erfolgreich. Es handelt sich um eine Langzeitdokumentation, die ich in einer anderen Zeit des Medienschaffens und des Filmschaffens in Deutschland gestartet habe.
2005, als man von dem, was wir heute haben, vom Vorfinden noch gar nicht redete. Und dementsprechend habe ich dann beschlossen, das über die eigene Plattform weiterlaufen zu lassen. Die Plattform ist gleichzeitig die zukünftige Projektseite für ein Online-Museum. Das heißt, das erste virtuelle Museum wirklich in Deutschland, das aus einem Dokumentarfilm entstehen soll. Und auch da sind die Erfahrungen bisher nicht so, als dass es viel Interesse gibt, Filmprojekte in der Größenordnung von 5- bis 6-stelligen Summen wirklich zu unterstützen. Was aber nicht heißt, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, das Projekt läuft weiter und ich habe zumindest durch Sachleistungen jetzt auch im Oktober bei einer Aktionswoche, um das Projekt inhaltlich abzuschließen, sehr viel Unterstützung erfahren, sowohl auf Sylt als auch durch die Kreativabteilung von Panasonic. Mhm. Gutes Stichwort, weil es auch vorher schon angeklungen ist, mit Sponsoring das zu koppeln, beziehungsweise mit auch größeren, vielleicht sogar Investments. Gerade in den letzten Tagen hat es ja da auch, es gibt ja eine Facebook-Gruppe zum Thema Crowdfunding, wo immer wieder auch Diskussionen stattfinden. Gerade, ich glaube, gestern war auch irgendwie so wieder einmal das Thema Begriffsbestimmung. Was ist Crowdfunding und wie kann man sich abgrenzen? Weil eben gerade dieses vorher schon genannte Projekt Hotel Desire hat das so eine Mischform auch in Deutschland, sage ich jetzt mal, eingeführt, nämlich eben Crowdfunding im Sinne von, man gibt kleine Gegenleistungen her, aber auch, die haben auch quasi Investments gesucht, beziehungsweise Lizenzen hergegeben und verkauft und dadurch die Summe von 170.000 Euro erreicht. Wird diese Koppelung bei so hohen Summen wichtig werden? Also Frage an alle vier natürlich, also ihr müsst euch nicht immer auf mich verlassen, ihr könnt euch auch ins Wort fallen, aber vielleicht vorher mal kurz aufzeigen, wenn es notwendig ist. Also jetzt mal Frage an Claudia und dann speziell, oder ja, Carsten, bitte. Also ich denke, bei so ganz großen Summen ist es sicherlich gut, wenn man vorher Lizenzen oder was auch immer auf jeden Fall Investoren findet, die mit größeren Summen von vornherein sich schon bereit erklären haben, da einzusteigen. Also das jetzt auf die reine Crowdfunding-Phase dann zu verlegen und darauf zu hoffen, dass da wirklich größere Summen zustande kommen, halte ich nach meinen Erfahrungen für unrealistisch und dafür ist Deutschland auch noch nicht geeignet. Ich denke, in Amerika sieht das anders aus. Ja, also es gibt in den USA ja einige Filmemacher, die nur mit Crowdfunding mittlerweile sich finanzieren, also von einem Projekt zum anderen gehen. Und ich würde schon sagen, dass das auch in Deutschland möglich ist. Wir haben herausgefunden bei unserer Studie, dass die Leute im Durchschnitt 90 Euro bezahlen. Das ist wirklich der Durchschnittsbetrag. Das ist überhaupt gar nicht, da gibt es fast gar keinen Gegenwert bei den Prämien zu, weil die Leute sozusagen, wenn sie ein Projekt toll finden, das auch finanzieren. Im Augenblick scheitert es nicht so sehr daran, dass die Leute das nicht bezahlen wollen, sondern dass sie noch nicht wissen, wie sie auf die Plattform kommen, wie sie dann bei PayPal das Geld einzahlen. Das sind eigentlich die größeren Hürden und nicht so sehr das Prinzip an sich. Und mit der Frage, ob da noch irgendwie Werbung reinkommen sollte oder nicht, also ich glaube, das wird auch wichtiger sein in Zukunft, aber ich denke, also ich bin mir doch unsicher, ob man sich allein sozusagen darauf verlassen wird. Ich glaube eher, das Interessante wird, das wird ein Zusammenspiel von öffentlicher Filmfinanzierung mit privatem Crowdfunding geben. Und das wird dann auch die großen Summen ermöglichen. Mhm. Achso, ja, weiß ich, darf ich noch eine Sache vielleicht? Ja, klar. Ich glaube, also weil ich das gerade gesehen habe sozusagen, dass Claudia, du hattest ja sozusagen dein Projekt nur auf MySherpas und jetzt ist es dann nicht mehr zu finden und bist jetzt auf die andere Seite gegangen. Ich kann das ja auch verstehen, dass man sozusagen sich sehr oft überlegt, wie macht man das mit den Plattformen, mit der Online-Reputation, im Netz etc. Was das halt braucht, also das will ich jetzt da ganz direkt kritisieren oder so, weil ich das toll finde, wie du dich sozusagen als Pilot-Filmemacherin darauf gegangen bist mit so einem schwierigen Thema, einem langen Dokumentarfilm. Aber woran es oft scheitert bei vielen Filmemachern, bevor sie sich das trauen, ist dieses Gefühl, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und ich kann eventuell auch scheitern. Ich bin dann vielleicht auf ewig im Netz zu finden mit einem Projekt, was vielleicht nicht erfolgreich war. Aber eigentlich, und das daran, glaube ich, daran muss man noch arbeiten, dieses generell bei Crowdfunding auf der Leute, die Projekte anbieten, dass man das Crowdfunding nicht nur dann als Erfolg begreift, wenn man das Geld bekommen hat, sondern auch in dem Moment, wo du
oder wo irgendjemand anders sozusagen einen Teil des Geldes finanziert hat und man am Ende sozusagen das Projekt abbrechen musste, weil nicht alles zusammenkam, ist das ja trotzdem ein Lernerfolg. Und insofern, also muss man sozusagen viel erfolgreich nicht nur so auf das Geld reduzieren. Also es gibt da gleich auch nochmal eine Frage direkt an Claudia, die ist da jetzt auch direkt vielleicht auch angesprochen, und zwar wie groß die, also von Twitter, von Marcel, wie groß deine Community vor dem Start war, beziehungsweise beim Start der Crowdfunding-Kampagne, beziehungsweise wie groß ist sie jetzt? Ich kann die Frage auch direkt beantworten, sonst ich bin gerade am Schreiben. Also das ist, sicherlich ist mein Projekt kein, sagen wir, Vorzeigemodell für ein Filmprojekt, was man angefangen hat mit Crowdfunding, sondern dieses Projekt läuft seit 2005. Das ist eine Langzeitdokumentation in drei Teilen über die Auswirkungen von Tourismus auf Landschaft und Menschen, am Beispiel eines kleinen Dorfes auf Sylt. Da waren wir mit dem ersten Teil auch schon auf dem Filmfestival, da haben wir die Premiere gefeiert, sind damit durch verschiedene Kinos gezogen. Das heißt also, es gab über lange Zeit schon eine Community, die sich dafür interessiert hat und die auch mal wieder nachgefragt hat, wie geht es weiter. Da dieser Film durch Filmförderung keine Unterstützung bekommen hat und dann dieses wunderbare Seminar von Wolfgang im Januar stattfand, Crowdfunding, auf der Plattform von MyCharpas Crowdgefunded, habe ich dann herausgefunden, dass ich über diese Form gerne weitermachen möchte, um dieses Filmprojekt so weit zu bringen, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, nämlich bis 2011 in drei Teilen eine Langzeitdokumentation zu machen. Und das ist mir auch gelungen, selbst wenn es mich viel Geld gekostet hat im Laufe der Zeit. Und die Community ist in dem Sinne dann auch nicht in Zahlen messbar. Aber ich weiß, dass es mehrere hundert Leute gibt, die immer wieder auch nachgefragt haben vor Ort, wann der zweite Teil kommt. Und jetzt auch bei den Aktionswochen auf Sylt habe ich festgestellt, also dass es mehrere hundert Leute sind, die sich auf jeden Fall dafür dieses Thema interessieren. Auf der anderen Seite aber auch nicht bereit sind oder nicht nachvollziehbar jetzt wissen, warum sie sich finanziell engagieren sollen, sondern die interessemäßig dabei sind. Aber das Thema Crowdfunding, weil es halt auch in einem, sagen wir, konservativen Umgebung stattfindet, was Web-Entwicklung angeht, dem noch nicht so ganz offen gegenüberstehen, wie man es vielleicht sich wünscht. Aber es gab auf der anderen Seite durch örtliche Presse dann auch wiederum Interesse des Sponsorings. Das sieht man auch auf der Projektseite, wo das zukünftige Online-Museum ja als Baustelle schon angelegt ist. Und da sieht man auch, dass es bestimmte örtliche Unternehmer gibt, die Interesse haben. Und da gibt es sicherlich weitere Entwicklungen, die ich dann auf das nächste Jahr verlegt habe. Also das Projekt ist nicht tot. Mein Crowdfunding geht unabhängig von Plattformen weiter. Das ist ein Erfahrungswert, dass man bei so großen Summen halt und gerade wenn es in einem Bereich liegt, wo das Thema nicht so publikumswirksam ist wie bei Hotel Desire, einen viel längeren Zeitraum braucht, um Leute überhaupt erstmal von der Idee zu überzeugen. Ich glaube, Daniel hat da ja auch eine längere Zeit eingeplant für sein neues Projekt, also gerade auch aufgrund dieser großen Summe, oder? Also soweit ich weiß, geht es ja länger als drei Monate. Ja, genau. Also die maximale Laufzeit bei Startdex ist ja 6 Monate und ich habe eigentlich auch mit denen schon gesprochen, dass wir das eventuell verlängern, wenn ich die Summe nicht erreiche, weil das einfach so eine Riesensumme ist, die ich da versuche zu erreichen. Also inwiefern ist das aber trotzdem jetzt auch ein Grund für dich? Also das hat man auch im letzten Jahr jetzt gemerkt, da immer wieder weichen auch Crowdfunder oder Projektinhaber auf eigene Kanäle aus, weil eben gerade diese Laufzeiten oft ein Problem sind, beziehungsweise weil man halt sehr dann über die Plattformen auch vielleicht dann doch ein bisschen auch eingeschränkt ist. Inwiefern spielt das dann eine Rolle trotzdem oder inwiefern war das für dich der Grund, trotzdem auf eine Plattform zu gehen? Beziehungsweise auch die Frage dann im Anschluss dran an Stefan, warum kommen dann die Leute zu euch? Also jetzt abgesehen davon, dass halt da sich Leute drüber da tummeln, die sowieso Crowdfunding unterstützen und das halt zufällig gefunden wird. Also so eine Plattform hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen natürlich die Transparenz, wodurch ich denke, dass das Vertrauen, die Bereitschaft, so ein Projekt zu unterstützen, natürlich viel größer ist als bei irgendeiner Seite, wo man irgendwas unterstützt und nicht so genau weiß,
was da nun dahinter steckt und so und ob das jemand kontrolliert und was mit dem Geld dann passiert und so. Ich glaube, das Vertrauen ist größer in so eine Plattform. Auf so einer Plattform hat man natürlich noch einen anderen Vorteil. Man hat die Erfahrung und das Wissen der Plattformbetreiber und der anderen Projektstarter, auf das man da zurückgreifen kann, auf so eine Community. Und man erreicht natürlich Leute, die das Projekt durch Zufall quasi finden, indem sie einfach zu ihrer Lieblingsplattform gehen und da die Projekte durchstöbern. Also hier einen Haken. Also ich würde das bestätigen, dass es halt tatsächlich so ist. Ich glaube, der Unterstützer will so eine neutrale Instanz mithaben und deswegen ist er auch eher bereit, eine Plattform zu nutzen. Was ich aber nicht so sehe, ist zum Beispiel der Punkt der Laufzeit. Also es ist tatsächlich für Unterstützer ein Problem, wenn ein Projekt eine fast unendliche Laufzeit hat. Also ich finde persönlich zum Beispiel ein halbes Jahr ist einfach viel zu lang, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man als Projektinitiator ein Projekt wirklich ein halbes Jahr lang bewerben kann, so dass es nicht versandet und in der Öffentlichkeit verschwindet und dann vielleicht am Ende das Interesse einfach nicht mehr da ist, die letzten Euros zu geben, die dann halt vielleicht fehlen. Und darüber hinaus definiert sich ja Crowdfunding auch ein bisschen über eine begrenzte Laufzeit und das Alles-oder-nichts-Prinzip. Also was bringt es mir als Unterstützer, Geld in ein Projekt zu investieren, wenn ich dann 2 Jahre später weiß, ob das Projekt überhaupt umgesetzt wird? Also das sehe ich halt ein bisschen kritisch. Um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, Carsten ist vorhin darauf eingegangen, ich finde auch nicht unbedingt, dass das Problem beim Crowdfunding ist, dass man keine großen Summen generieren kann. Das Problem ist hierbei, glaube ich, eher die Mentalität in Europa, die ist halt ein bisschen unterschiedlicher als in den USA. Und wir haben halt einfach den Faktor, dass das Thema Crowdfunding jetzt von unserer Seite her für den deutschen Markt angepasst werden muss. Und da ist natürlich dann das Problem, Deutsche nutzen halt andere Bezahlmittel, Möglichkeiten als vielleicht andere Länder. Also zum Beispiel in den USA ist es kein Problem, da bezahle ich mit Amazon Payment oder halt über PayPal. In Deutschland will kaum jemand PayPal nutzen. Also was heißt kaum jemand? Es sind schon sehr viele, aber es ist immer ein kritischer Punkt. In Deutschland will man die Überweisung einfach ausfüllen, diese einreichen und damit ein Projekt unterstützen. Das birgt natürlich technische Probleme, weil eine Überweisung dauert halt wesentlich länger als der elektronische Zahlvorgang über PayPal. Und Amazon lässt sich derzeit in Deutschland nicht integrieren, weil Amazon selber nach den AGBs sagt, dass es in Deutschland noch nicht möglich ist, diesen Bezahldienstleister zu nutzen. Ich denke eher, das Problem für Crowdfunding ist, wir müssen es mehr anpassen. Und die Frage ist, wo geht der Weg hin? Ist es denn tatsächlich eine längere Laufzeit? Ist es denn die Überweisung oder ist es halt wirklich die differente, also die völlig unterschiedliche Mentalität der Deutschen, die es dann vielleicht halt schleppender entwickeln lassen als zum Beispiel in den USA? Das ist das Problem. Also ich denke, dass wahrscheinlich alle drei oder alle Faktoren irgendwie mitspielen, aber die Frage ist, was kriegt auch die Community draußen dann davon mit oder was kriegen die potenziellen Unterstützer auch dann davon mit? Weil all das, was mit Bezahlen zu tun hat, das ist natürlich durchaus ein Punkt, der noch sehr intransparent vielleicht so manchem erscheint. Claudia meldet sich da gerade. Wie regelst du das auf deiner Plattform? Also um erstmal den Eindruck zu korrigieren. Also ich würde mit jedem Projekt, was ich sonst anfangen würde, würde ich auf eine Plattform gehen, weil es erstens eine neutrale Instanz ist, zweitens schafft es viel mehr Community, als dass ich es alleine generieren könnte und drittens gibt es dann sozusagen auch die Möglichkeit von dieser Plattform aus für das Thema Crowdfunding an sich weiter zu werben. Das Projekt, was ich, dieses Langzeitdokumentationsprojekt, was ich versucht habe, über mein Sherpas zu crowdfunden, ist sicherlich kein typisches, klassisches Beispiel für das, was man in Deutschland momentan machen sollte, um das Thema auch unter die Leute zu bringen. Weil es ist ja sehr deutlich, dass das Thema in Deutschland langsam, aber sicher durchsickert, auch ein allgemeines Interesse findet, auch bei Leuten außerhalb der Netzwelt, der Geeks and Nerds. Weil wenn wir uns untereinander unterhalten, wissen wir, worüber wir reden. Die meisten Leute, die mit dem Thema sonst nichts zu tun haben und auch sonst sich nicht übermäßig für Digitalien interessieren, müssen auch erstmal mit diesem Thema vertraut gemacht werden. Und da ist es so, dass diese Plattformen sehr hilfreich sind.
Auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Thema durchsickert, sieht man auch daran, es gibt dieses Beispiel des mobilen Museums, Wolfgang, das du ja auch gepostet hast am Wochenende, was mittlerweile in einem normalen Regionalmagazin des NDR angekommen ist. Und dort gab es ein Beispiel über dieses mobile Museum und den Crowdfunding-Prozess. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wenn es im allgemeinen klassischen Fernsehen ankommt, in einem Regionalmagazin darüber berichtet wird, dann ist dieses Thema auch mittlerweile gesellschaftlich so weit verankert, dass man weitermachen kann. Und die Bezahlmentalität in Deutschland ist sicherlich anders, als wenn man jetzt aufs Kickstarter guckt, wo 70% der Filmprojekte, der Projekte sowieso Filmprojekte sind und im letzten Jahr alleine 19 Millionen Dollar generiert haben. Das sind natürlich Größenordnungen, die wir hier in Deutschland uns nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite ist es aber so, zwei, drei Jahre weiter, Kickstarter gibt es jetzt 4 Jahre, zwei, drei Jahre weiter gedacht, ist dieses Thema in Deutschland wahrscheinlich auch gängiger, auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel Zukunftsforscher Opaschowski sagt, dass die staatlichen Förderinstitutionen weiter zurückgeschraubt werden vor dem Hintergrund der allgemeinen Sparzwänge. Und wenn man gerade im Kultur- und Sozialbereich oder auch darüber hinaus im gesellschaftlich ambitionierten Bereich neue Projekte initiieren möchte, dann braucht es sowas wie Crowdfunding. Und da, wenn man sich anguckt, was auf allen deutschen Plattformen stattfindet, dann sind das Projekte, die zukunftsweisend sind. Auch was gesellschaftliches Bürgerengagement angeht und was wieder die das Engagement für die nähere Umgebung angeht. Das ist alles Sachen, die im Laufe der letzten 20 Jahre wahrscheinlich ein bisschen verschütt gegangen sind und die jetzt im allgemeinen gesellschaftlichen Lebensgefühl auch wiederkommen. Das merkt man ja auch sonst. Und dementsprechend wird das Thema Crowdfunding auch mit niedrigen Beiträgen, wo es nicht um große Summen geht, sondern wo es vielleicht auch darum geht, dass jeder 30, 40 Euro beisteuert, was nicht so wehtut, als wenn ich 500 Euro beisteuern muss. Und darüber hinaus natürlich die Unternehmer, die dazu gebracht werden, eine Form von Kultur- und Gesellschaftssponsoring zu machen, indem sie nicht einfach irgendwo ihre Logos schalten, sondern quasi auf den Seiten dann als Sponsoren auftreten. Also man sieht jetzt, dass hier noch sehr viele Punkte, was das Thema Crowdfunding angeht, erst auch noch offen zu diskutieren. Also ich denke, wir werden auch dann noch mal eine zweite Session dazu halten, wo wir auch noch auf ein bisschen mehr. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich habe noch ein paar Fragen auch aus der Crowd, nämlich inwiefern ist es bei den Plattformen zwischenzeitlich erforderlich, eine gewisse Community auf Facebook oder wo auch immer vorher nachweisen zu müssen? Bei Startnext ist das ja so gekoppelt, dass man zuerst diese Fanphase durchlaufen muss und dann geht das Projekt erst wirklich live ins Crowdfunding. Daniel, du hast da ja was, du hast da ja Erfahrung damit. Ist das, was hältst du davon? Und Stefan, dann vielleicht drüber, ob sowas auch bei Ihnen vielleicht mal kommt oder sinnvoll wäre? Also ich finde die Fanphase, diese sogenannte Startphase total praktisch und sinnvoll, wenn man sie richtig nutzt. Leider machen das sehr wenige, beziehungsweise haben das auch viele wirklich überhaupt noch gar nicht verstanden und versuchen dann so während dieser Startphase einfach diese Fans vollzusammeln, damit das Projekt endlich starten kann. Aber der eigentliche Vorteil davon, am Anfang erstmal so Fans zu sammeln, die wirklich total hinter dem Projekt stehen, der Vorteil darin besteht, im Endeffekt hat man am Anfang erstmal so eine Gruppe von Fans, die ganz von Anfang an dabei sind und als Multiplikatoren fungieren später und auch Feedback liefern während einer wichtigen Phase, zur Entwicklung des Projekts bzw. der Kampagne. Ich glaube, das müsste man noch optimieren, diese Phase, aber ich halte das für echt praktisch. Okay, wir als Plattform haben uns auch schon dazu Gedanken gemacht, ob wir sowas integrieren wollen oder nicht. Wir sehen es eher kritisch, weil der Punkt ist natürlich, man bewirbt sein Projekt, bis es dann starten kann und versucht, Fans zu akquirieren, die halt sagen, okay, ich möchte dein Projekt später mal unterstützen. Aber kommen diese dann auch wirklich wieder zurück? Also ich weiß halt nicht, wie bei Startnext in dem Fall dann halt der Schnitt ist von den Fans, die dann halt tatsächlich unterstützen. Oder sind es halt einfach Personen, die halt wirklich nur draufklicken und sagen, okay, damit kann das Projekt dann online gehen. Ich denke, der Punkt dabei ist, aus Plattformsicht ist es natürlich ziemlich praktisch, da ich mich nicht darum kümmern muss und das Projekt prüfen muss. Also das ist natürlich eine Verringerung des Arbeitsaufwandes einer Plattform. Wir sehen da aber eher ein Hindernis daran, denn wir versuchen mit den Projekten direkt zu kommunizieren und unsere Erfahrungswerte weiterzugeben.
Und dadurch, dass wir auch mit den Projektinitiatoren unserer Seite Gespräche führen, sehen wir auch immer, wo Probleme auftreten, was man machen kann, also was man mal vielleicht ausprobieren kann, was vielleicht ein Projekt schon gemacht hat und was man dann halt einfach weitergibt. Das kann jetzt zum Beispiel die Crowd nicht unbedingt, weil sie steckt jetzt nicht in der Rolle und hat sich vorher mit allen Projekten unterhalten. Die kann natürlich auch ein bisschen weitergeben und kann sagen, man könnte die Idee verbessern und verfeinern. Aber wir sehen eher den Punkt darin, mit den Projekten das persönliche Gespräch zu führen und unsere Erfahrung weiterzugeben. Denn das macht es für uns einfach wertvoller. Also ich wollte... Achso, Daniel, du zuerst, wenn du willst. Nee. Okay, also ich wollte nur sagen, dass es gibt ja Crowdfunding-Plattformen wie zum Beispiel Sonic Angel im Musikbereich. Da ist es sogar so, dass wenn ein Album nicht innerhalb der ersten, ich glaube, 2-3 Wochen oder sowas über 30% kommt, dann wird das Projekt wieder von der Seite geschmissen. Weil man sieht eigentlich an den Daten auch bei Indiegogo, aber auch bei den deutschen Plattformen ist es fast genauso. Bei fast allen Projekten, die nicht innerhalb kürzester Zeit es schaffen, die ersten 30% reinzuholen, die schaffen das auch am Ende nicht. Deswegen ist es wichtig, im Grunde im Vorfeld schon eine Community zu haben, und die darf halt nicht irgendwie abstrakt sein, dass man sagt, irgendwie nach dem Motto, so und so viele Leute habe ich darüber schon gesprochen, sondern die muss sehr, sehr konkret sein. Das heißt, man muss E-Mail-Adressen haben, man muss am besten einen Verteiler haben, Adressen, Telefonnummern haben, und die muss man auch fast schon einzeln ansprechen. Also wenn man mit den Leuten, die erfolgreich gecrowdfundet haben, die haben dann angefangen, mein Wolfgang, du ja auch sozusagen, du hast dann angefangen, zwar über Twitter und Facebook das bekannt zu machen, aber dann wirklich die Leute einzeln ansprechen und sagen, hier, das und das finde ich gerade wichtig. So, es wird nicht funktionieren, dass man einfach eine Plattform, auf eine Plattform was stellt. Und da, also da glaube ich, ist sozusagen ist auch egal, ob es diese Fanphase gibt im Vorfeld oder nicht. Wer sich im Vorfeld Gedanken macht, bevor er überhaupt was reinstellt, der hat es auf jeden Fall dann später leichter. Wer es einfach reinstellt und dann abwartet, der hat so gut wie gar keine Chance, irgendwie über die Grenze auch zu kommen. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen, wie das bei uns momentan ist. Wir sprechen natürlich vorher mit den Projektinitiatoren und geben dann auch dementsprechende Tipps. Also ich gebe da Carsten voll und ganz recht. Wenn man sich halt keine Gedanken vorher macht und dieses Projekt nicht durchplant, auch was die Kommunikation betrifft, die Kommunikation auch der einzelnen Tage, dann ist es schon ziemlich schwer. Also es gibt halt Projekte, die starten, die bekommen auch meistens 0 Euro dann gleich am Anfang und das Projekt wird nichts. Also man kann das schon am Anfang mit sehen, ob ein Projekt erfolgreich sein wird oder nicht. Und das sieht man daran, ob auch die ersten Unterstützer ziemlich schnell kommen. Wenn die kommen, dann entsteht auch so eine gewisse Eigendynamik. Das spornt natürlich auch den Projektinitiator an, weil er halt dementsprechend dann sagt, hey, die ersten Menschen glauben an mich und geben mir Geld und jetzt mache ich auch wieder was. Also es ist auch sicherlich sehr entmutigend, wenn man zum Beispiel 2 Wochen lang nichts bekommt. Also dann hat man auch nicht unbedingt mehr das Interesse, ein Projekt weiterhin von sich aus zu bewerben. Und der Punkt ist aber hierbei, Projekte, die sich vorher nicht ausführlich Gedanken darüber machen, sich auf einen Plan machen, wie kann ich kommunizieren, was kann ich zwischenzeitlich mal machen, welche News bringe ich, über welche Kanäle kann ich das streuen, welche Kontakte habe ich, wo kann ich vielleicht meine Pressemitteilung hinschicken. Die Projekte werden nicht erfolgreich sein. Wenn man das alles macht und sich koordiniert in dem Fall, weil man muss, darf nicht verdenken, vergessen, Crowdfunding ist kein geschenktes Geld, sondern steckt auch Arbeit dahinter. Und wenn man darauf eingeht, dann hat man auch die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Also Crowdfunding ist sozusagen ohne Kommunikationsstrategie nicht möglich, aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Projekte, die Crowdfunding als Teil einer Kommunikationsstrategie sehen, beziehungsweise als Community-Aufbau und mit Crowdfunding starten, um sich eben eine Community aufzubauen. Ja, Daniel? Was ich sagen wollte, war also zu dieser Startphase, beziehungsweise was Stefan gerade gesagt hat, das sind alles eigentlich Punkte, die man natürlich vorbereiten kann und total vorbereitet in so eine Kampagne starten kann. Aber was ich viel besser finde, ist, die Crowd, die Leute, die Fans zu involvieren in das Projekt und die mitentwickeln zu lassen. Also selbst wenn ich das eigentlich schon weiß, wie ich das machen will, ist es besser, meine Fans zu fragen, was sie davon halten, was sie dazu denken. Denn die Leute, die sich in das Projekt involviert fühlen, die werden nachher viel bereitwilliger das überall teilen und weitererzählen und das Projekt weiter unterstützen und als Multiplikatoren funktionieren und weiter Feedback geben. Und
emotional die Projektbetreiber unterstützen und lauter so eine Sachen. Das ist total wichtig, die Leute wirklich zu involvieren. Aber ist es tatsächlich so, dass die Fans dann die Unterstützer sind? Nein. Das ist die Frage, die ich mir halt stelle jedes Mal, weil ich kenne das Prinzip und ich betrachte das halt eher kritisch, weil ich gehe jetzt mal zum Beispiel von E-Commerce aus. Wenn ich was verkaufen will, dann ist jeder Klick zu viel und jedes Mal, wenn jemand auf eine Seite zurückkommen will, sinkt das Interesse in dem Fall. Und das ist ja bei Crowdfunding nichts anderes. Jemand will auf eine Seite kommen, will begeistert werden, will sich emotional binden an das Projekt und dann will er noch eine schöne Gegenleistung haben. Die Frage ist natürlich, wie viele Unterstützer lassen sich binden über eine längere Zeit, um immer wieder zurückzukommen und zu gucken, ist das Projekt jetzt am Start oder ist es nicht am Start, wird es umgesetzt, will ich mich weiter involvieren? Und das sind die Sachen, die ich mir dann frage mit der Startphase, ob das wirklich tatsächlich funktioniert. Das funktioniert tatsächlich, wenn man das richtig macht. Weil die Leute, die sind nicht einfach involviert, indem sie einfach immer wieder informiert werden, sondern mit involvieren meine ich, dass ich wirklich die Leute frage nach ihren eigenen Ideen. Wenn sie ihre eigenen Ideen einbringen, dann haben sie das Interesse daran, wiederzukommen und zu gucken, was aus dem Projekt wird, wie sich das weiterentwickelt. Also nicht einfach die Leute als Konsumenten betrachten, wie das früher war. Die setzen sich vor den Fernseher und fressen, was auf den Tisch kommt, sondern es ist quasi wirklich so, dass sie das Projekt mitgestalten und das dann als dass sie sich selbst als Teil des Projekts betrachten. Und dann hast du wirklich eine Crowd. Dann hast du nicht mehr diese anonyme Masse, die einfach nur das Geld rausrücken soll, sondern du hast wirklich eine Community um dein Projekt. Und die wirken dann wirklich als Multiplikatoren. Das sind nicht primär die, die das dann massiv unterstützen, sondern das sind die vielen Unterstützer ranbringen durch ihre Begeisterung und durch ihr Engagement in den sozialen Medien. Deswegen finde ich diese Startphase so wichtig, wenn man sie richtig betreibt. Zur Startphase gibt es konkret auch noch eine Frage aus Twitter. Wie viele Leute muss man jetzt konkret mitbringen, wenn man da starten will auf Startnext? Das ist ja gestaffelt. Carsten oder Daniel, ihr wisst es wahrscheinlich alle, wir wissen es wahrscheinlich alle, aber einer von euch kann es bitte beantworten. Also es ist eigentlich so, dass ich will das noch nicht nur für Startnext beantworten, weil es eigentlich... Ja. Sondern für alle Plattformen. Also was interessant ist, dass die Gruppen relativ klein sind, die so ein Projekt erfolgreich finanzieren. Also wir sehen bei vielen Projekten, dass es ausreicht, 20 bis 30 Leute zu überreden, etwas zu finanzieren, weil es wirklich teilweise Leute gibt, die sehr, sehr viel Geld mit reingeben. Also dieses, womit Crowdfunding manchmal erklärt wird, dass das sehr kleine Beiträge sind, dass das eine anonyme Masse ist, das haben wir alles schon angesprochen. Dan hat auch gesagt, im Grunde genommen, ist es gar keine anonyme Masse. Es sind meistens, also die Leute, die das finanzieren, sind Leute, die man wahrscheinlich persönlich kennt. Das sind manchmal die eigenen Verwandten, Kollegen, Freunde oder Mitarbeiter oder die Leute, die man irgendwie schon mal in einer Beziehung außerhalb dieses Crowdfunding-Projekts aufgebaut hat. Das sind die, die das Projekt nach vorne tragen. Und deswegen ist es sozusagen, braucht man, also man braucht zwar, also ich hatte das schon gesagt, man braucht einen Verteiler, man braucht E-Mail-Adressen. Aber man muss sich eigentlich trauen, an Anfang alle Leute anzusprechen, mit denen man, die man auch normalerweise fragen würde, wenn man irgendwie für eine Sache brennt und irgendwie Geld dafür bräuchte oder sowas. Also dann, und das ist manchmal auch komisch, wenn man irgendwie dann in der Verwandtschaft herumfragt und sagt, ich würde gerne ein Buch schreiben über das Thema X und Z, würdest du mir nicht was geben? Und man wundert sich dann, was dann die Leute was die Leute dann auch tatsächlich dann auch noch geben. Wobei, ich glaube, bei Claudia hat ja da damit begonnen, auch all in ihrem Umfeld die Leute zu fragen, beziehungsweise Leute, die daran interessiert sind an so einer Langzeitdokumentation, also jetzt vom Tourismusverband und von allen zuständigen Behörden, die du ja schon auch kanntest, die damit zu tun haben, aber auch mit Privatpersonen aus deinem Umfeld. Und trotzdem war sozusagen eine Hürde da, oder? Also soweit ich das mitbekommen habe. Ja, wie gesagt, also es gibt ja keinen Erfolgsgarant. Ich habe bei Kickstarter einen Dokumentarfilm selber als Unterstützer mitfinanziert mit einem kleinen, vergleichsweise kleinen Betrag. Da war ich Unterstützer Nummer 630. Und dieser Film über den Dissidenten Ai Weiwei war dann so erfolgreich finanziert worden, dass er jetzt auch im Sundance Film Festival im Programm läuft. Das heißt also, es ist einer von den Erfolgen bei Kickstarter. Bei meinem Filmprojekt wiederum war das so, wir hatten am Anfang, also bei MyCherpas habe ich auch alle Unterstützung bekommen, die man bekommen kann, auch was die PR angeht, wurde dann, also habe ich
Presse eingeladen, die PR-Agentur von MyCherpas hat Presse eingeladen. Wir haben insgesamt über 1000 Einladungen verschickt und es kam genau einer zur Pressekonferenz, die ich am Anfang der Startphase in Hamburg gemacht habe. Dementsprechend, man steckt nicht drin und man kann bei vielen Projekten vorher sicherlich viele Leute akquirieren, aber was dann daraus wird, ist immer auch eine Frage, wie gängig ist das Thema. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Daniel ist mit Timo und seinem Druck, das ist sicherlich ein Thema, was anders gelagert ist als eine sozial kritische Langzeitdokumentation wie bei meinem Projekt, wo es dann auch darum geht, mit einem mit der neuen medialen Form des Online-Museums, also eines reinen filmisch orientierten virtuellen Museums, eine neue Kommunikationsform für die zukünftige Gesellschaft zu schaffen. Das ist sicherlich schwerer nachzuvollziehen, als wenn man jetzt so ein Filmprojekt wie Timo und sein Trupp startet, und dementsprechend ist es nicht so ganz allgemeingültig als Beispiel anzusehen. Aber ich denke, in der Startphase entscheidet man vieles, und wenn man dann nicht genug Leute findet, die einen unterstützen, sowohl im eigenen Kreis als auch im Medienkreis, dann hat man eigentlich wenig Chancen. Ich möchte jetzt noch, weil wir doch mit der Zeit schon auch fortgeschritten sind, noch konkret zwei Fragen stellen. Eine, die ist auch nochmal auf Twitter und auf Facebook aufgekommen, weil wir es schon ein paar Mal angesprochen haben, Hotel Desire. Inwiefern hat das im letzten Jahr, also das war sozusagen der Crowdfunding-Erfolg, wenn, also jetzt zumindest in den Medien kolportiert, inwiefern hat dieses Projekt dem Thema Crowdfunding geholfen und auch euch jetzt konkret, euch allen? Also wie treibt so ein einzelnes Projekt, das ständig dann eine gewisse Zeit lang ständig in den Medien ist, wie treibt das Thema voran? Also ich habe irgendwie gemerkt, dass es nicht Hotel Desire per se war, sondern es waren verschiedene Projekte, die sehr, sehr relevant waren. Das ist natürlich ganz klar, Iron Sky ist immer wieder ein Thema, wenn ich mit Medienvertretern rede, die Bud Spencer-Filme auf MyCherpas, sehr wichtig. Andreas Autonombuch ist wo es immer, wenn es um das Thema Journalismus und Crowdfunding geht, ein Beispiel, was nach vorne gebracht wird. Dann gibt es sehr unterschiedliche Spiele, die schon finanziert worden sind, auf Bling, dann der Inkubator-Film. Also es sind halt eine ganze Menge an Projekten, die immer eine eigene Reichweite irgendwie zielen. Ich meine, gut, Hotel Desire hat heute Abend Premiere, und natürlich war das sozusagen für so die Bildzeitung, da war das ein spannender Fall. Aber ich würde sagen, Crowdfunding wird nicht nur durch solche Projekte nicht so stark vorangebracht, sondern eher, wenn man dann, also ich glaube, der Bud Spencer-Film, der zum Beispiel bei Sherpas, die haben, glaube ich, wesentlich mehr dazu beigetragen, Crowdfunding noch bekannt zu machen in einer bestimmten Community, als jetzt der Hotel Desire-Film. Da wäre noch ein spannendes Thema, wobei das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Hangout-Session, weil ja bei den Bud Spencer sich jetzt das sogar ergeben hat, dass in Kombination mit Crowdfunding da sogar eine öffentliche Förderung zugesagt hat, den Film zu unterstützen. Also das wäre, ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen mal eine eigene Session dazu machen. Eine letzte Frage hätte ich noch, beziehungsweise dann noch eine letzte Runde drauf. Internationalisierung war auch so ein Thema, also gerade bei der Vision Bakery gab es jetzt auch den Schritt, Englisch zu werden. Immer wieder gibt es Projektinitiatoren, die aufgrund des Social Webs und der Vernetzungen, die sie über Twitter und so und Facebook und Co. Schon vorher haben, dass sie auch Englisch werden wollen oder sein wollen in ihrer Kommunikation und deswegen auf Indiegogo oder Kickstarter ausweichen. Inwiefern habt ihr diesen Trend bemerkt oder was? Muss es dahin gehen oder soll man in Deutschland und in Österreich wirklich das Crowdfunding so auf diesen Sprachraum auch hintrimmen? Wenn ich dazu gleich was sagen kann, wir haben uns nicht unbedingt zwangsläufig deswegen entschieden, die englische Sprache einzuführen, weil wir damit englische Projekte zum Beispiel, also englischsprachige Projekte ziehen wollten, sondern es war halt tatsächlich so, dass wir gerade in der Anfangsphase schon Unterstützung aus der ganzen Welt hatten für einzelne Projekte. Also das hat uns ein bisschen erstaunt, weil unsere Seite war auf Deutsch und wir haben trotzdem Einzahlungen für die Projekte bekommen aus anderen Ländern. Und da stellte sich dann irgendwann die Frage, okay, wenn das jetzt wirklich tatsächlich so ist, dass man PayPal nutzt. Jetzt ist er weg.
Stefan, du bist weg. Schade. Würde ich schnell noch einspringen, oder Stefan, also das ist nicht, aber ich glaube, was halt interessant ist, es gibt eigentlich mehrere Trends. Einerseits erleben wir in ganz Europa, wir haben also David und ich haben eine Studie gemacht für die Europäische Union zum Thema Crowdfunding. Es gibt unglaublich eine Ausdifferenzierung an Crowdfunding-Plattformen für alle möglichen Sprachen, für die unterschiedlichen Zwecke von Büchern etc. über Filme, aber auch wirklich über Events, Bildung und so weiter. Also das ist das eine. Dann gibt es auch eine regionale Ausdifferenzierung. Und zwar, man sieht das ja an solchen Beispielen wie Nordpool, wo man irgendwie für Hamburg eine Crowdfunding-Plattform gemacht hat. Also das hat, glaube ich, auch noch eine Relevanz. Und für, was halt, es gibt halt noch ein paar Lücken in der Crowdfunding-Landschaft, so, die ich so sehe. So, es gibt sowas wie Indiegogo für den deutschsprachigen Markt noch nicht, wo man in der sehr fortgeschritten Art gucken kann, wie man die Leute erreicht, wo man auch nicht unbedingt über die Hürde rüberkommen muss und so weiter. Da gibt's ja, kann sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es gibt das jedenfalls noch nicht. Und es gibt auch in Amerika einen Haufen Crowdfunding-Plattformen, die noch spezialisierter sind. Und ich glaube, auch da wird sich noch einiges tun in Deutschland. Aber wir erleben erstmal nur, dass sich das sehr stark auffächert, von sehr, sehr großen internationalen Plattformen zu sehr stark spezialisierten Plattformen. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht schlecht. Also ich denke, dass genau diese Indiegogo-Geschichte, auch du spielst jetzt wahrscheinlich auch auf dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, das es dort nicht gibt an, das ist sicher auch wiederum ein Thema für eine weitere Session. Ich sehe, wir sind nämlich schon mit der Zeit am Ende. Ich hätte es gern noch vielleicht dann auch Anja auch noch reingeholt, die dann auch nochmal was sagt zu den nächsten Sessions. Bedanke mich bei euch. Es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit, Sessions auch selber anzulegen, vielleicht auch einer von euch als Moderator oder auch andere Formate. Also ich freue mich schon drauf, also gerade im Bereich Crowdfunding gibt es ja noch viel zu sagen, offensichtlich. Dankeschön fürs Dabeisein, auch die Leute draußen beim Stream oder im World Wide Web, im Stream, auf Twitter, auf Facebook, auf Google und wo auch immer noch und dann natürlich auf Ununi und Dankeschön. Anja. Ich danke dir, Wolfgang, für die nette Runde hier zum Thema Crowdfunding. Ich fand es extrem spannend und ich hoffe, dass diese Runde fleißig eines Tages wieder trifft und hier weiter reflektiert, wie es in den nächsten Monaten weitergegangen ist. Jeder kann im Übrigen auch Sessions anlegen auf Ununi-TV. Auch Menschen, die vielleicht noch mehr zu Crowdfunding, zu bestimmten Aspekten erfahren wollen, können einfach ein Thema anlegen und sagen, ich würde ganz gerne hierzu irgendwelche Experten befragen, kenne aber keinen. Das kann man ruhig einstellen und darauf hoffen, dass sich der eine oder andere erbarmt und sich mal bereit erklärt, ein paar Tipps rüberzureichen. Morgen haben wir noch zwei Sessions geplant, und zwar einmal zum Crowdsourcing in der Kreativbranche mit Claudia Pelzer. Es ist ein Workshop-Session und dann abschließend mit Markus Hündgen werden wir ein Support-Modell durchführen. Da wird Bertram mit Markus gemeinsam ein paar Webvideos analysieren und da etwas Support liefern. Das sind unsere Formate, die morgen auf uns warten. Ich danke hier allen Anwesenden hier im Hangout, auch draußen. Und bis morgen, würde ich sagen. Macht's gut. Und bis demnächst. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Ciao.